Dies ist das erste von zwei Videos, in denen ich mich mit der Verneinung beschäftigen möchte. Ein Thema, das ja auch schon in der Anfängerphase des Fremdsprachenlernens wichtig ist. In diesem ersten Video möchte ich mich mit der Verneinung mit ne pas, ne plus und so weiter beschäftigen, wobei eben auch die Frage sein wird, ob ne überhaupt notwendig ist. Und mit sozusagen der Übersetzung von Deutsch kein, was ja meist als pas de übersetzt wird und auch gelehrt wird, als sei dieses pas de absolut festgefügt. Und das wollen wir uns auch mal genauer anschauen. Im nächsten Video werde ich mich dann mit der Gleichstellung von Verneinung und Verneinungswörtern befassen und mit der Wiedergabe von Deutsch nur, das eben nicht nur seulement entspricht. Beginnen wir zunächst mit einem kleinen Selbsttest, bei dem ich Sie bitte, das Video wieder anzuhalten und folgende Sätze spontan in die französische Sprechsprache für sich zu übersetzen. Hier also die richtigen Lösungen für die Sprechsprache gedacht. Erster Satz: On n'a plus de pommes. Zweiter: J'ai pas des connaissances spécifiques en la matière. Dritter Satz: Je sais que t'apprécies pas trop ma présence. Vierter: T'as pas une autre jupe pour sortir. Und fünf: Le silure ne mange pas des hommes oder auch les hommes. Wenn Sie alle Sätze richtig haben, erübrigt sich das Video möglicherweise, aber es könnte trotzdem interessant sein, weiter zuzuschauen. Ansonsten natürlich empfehle ich besonders das Weiterschauen. Zunächst möchte ich die traditionelle Definition der Verneinung als die Umschließung des Verbs von zwei Partikeln, nennen wir sie mal, ne und pas, in Frage stellen. Und Verneinung neu definieren. Verneinung erfolgt im Französischen schlicht durch die Verneinungswörter, zum Beispiel pas, plus, jamais, que als einschränkendes Wort und so weiter. Wir sehen das daran unter anderem, dass in verblosen Sätzen nur pas vorkommt. Pas de chance, auch schriftsprachlich, wenn man den Satz in einem Roman lesen würde. Würde kein Ne stehen. Oder in Sätzen wie: Elle a joué la victime pour pas se mettre en cause. Sie hat das Opfer gespielt, um sich nicht zu inkriminieren. Auch da sehen wir, die sozusagen korrekte Form wäre natürlich pour ne pas se mettre en cause, aber in Umgangssprache wird Ne meistens ausgelassen. Und hier ein Ausschnitt aus einer Fernsehsendung, Plus belle la vie. Und auch hier sehen wir, obwohl die Fernsehsendung natürlich geskriptet ist, wird auch in diesem Skript ne nicht verwendet, was ein ganz starker Beleg dafür ist, dass das ne eben in der Umgangssprache nicht vorgesehen ist. Vous vous en prendrez pas? Non, moi aussi, je vais boire un thé pour une fois. Je te remercie des efforts que tu fais. Ben, il n'y a pas de quoi. C'est plutôt récent comme changement. Je sais que tu n'apprécies pas trop ma présence. Das ist der Satz, den wir eben hatten. Elle a déjà assez de soucis comme ça, alors j'ai pas envie qu'elle se prenne la tête à cause de moi. Wir sehen also, die Verneinung in der Primärgrammatik erfolgt in der Regel nur durch pas, plus, jamais und nicht durch ne. Allerdings muss man einschränkend sagen, dass auch in der Umgangssprache ne gelegentlich vorkommt, nämlich insbesondere dann, wenn die Subjekte etwas länger werden. Das heißt, wenn die Subjekte nicht einfach sind, keine Pronomen, dann kann auch ne vorkommen. Andererseits muss man feststellen, meistens sind die Subjekte in der Umgangssprache eben Pronomen, sodass ne allein dadurch schon ausgeschaltet ist. Ein, zwei Beispiele, die Sie in unserer Grammatik auch als Videobeispiele sehen, deswegen sind die hier so blau unterlegt. Sie sind also verlinkt auf Youglish, sodass man sich das Beispiel im Original anschauen kann.
Beaucoup de gens ne vont pas en extérieur parce qu'ils ont peur de ne pas contrôler le mouvement en avant. Oder qu'ils disaient des choses qui ne se disent pas habituellement. Da haben wir also unter Umständen auch ein Ne. Das Ne ist aber auch hier weglassbar. Wir können also insgesamt sagen, dass die Verneinung ohne Ne oder besser gesagt mit Pa und anderen Verneinungswörtern ein Phänomen der Nähesprache ist, ein Phänomen, das mit leichten Subjekten verbunden ist, mit Hauptsätzen und vielleicht etwas stärker, wie in dieser Grafik auch zu sehen, mit Verneinungselementen wie pas, jamais, personne. Bei aucun hat man schon eine stärkere Tendenz, ne zu verwenden. Da kommen wir also dann stärker in den Bereich der Distanzsprache, man könnte sagen der Schriftsprache meistens oder der sehr formellen Sprechsprache, wo wir schwere Subjekte haben, lange Subjekte, Nebensätze, in denen dann ne tendenziell häufiger auftritt. In der Schriftsprache ist es natürlich weiterhin verpflichtend. In der Umgangssprache dagegen wirkt es eher merkwürdig. Das gilt zum Beispiel auch für die Sprache des Lehrers im Klassenraum. Auch da kann man in Frankreich beobachten, dass ne tendenziell wegfällt. Wenn man es prozentual ausdrücken, kann man sagen, dass etwa 90% der verneinten Sätze kein ne enthalten in der normalen gesprochenen Sprache. Was kann man daraus folgern? Meines Erachtens sollte man die Lehre der Verneinung umkehren. Das heißt, der Grundsatz muss lauten, die Verneinung erfolgt mit den Verneinungswörtern pas, plus, personne, jamais und so weiter. Und nur in gepflegter Schriftsprache tritt ne hinzu. Nicht in der Art von Schriftsprache, die die Schüler wahrscheinlich meist praktizieren werden, nämlich zum Beispiel SMS, persönliche Mails und so weiter, in denen tritt ne heutzutage praktisch auch nicht mehr auf. Kommen wir jetzt zu der etwas schwierigeren Frage, wann man pas deux gebraucht und wann man es nicht gebraucht hat. Also sozusagen, wann entspricht das Deutsche kein pas deux und wann entspricht es vielleicht pas un? Und pas des oder pas du. Auf pas le gehe ich heute nicht ein. Das wäre noch eine zusätzliche Komplikation. Schauen wir uns also mal ein Beispiel an. Man hat einen positiven Satz wie J'ai acheté des fruits. Der wird negativ in der gewöhnlichen Sprech- und Schriftsprache zu J'ai pas acheté de fruits. Je n'ai pas acheté de fruits. Wenn wir jetzt aber einen impliziten Vergleich machen oder vielleicht sogar einen expliziten Vergleich, dann wird auch une oder des oder un möglich. Zum Beispiel, j'ai pas acheté une citrouille, aber etwas anderes. Ja, und dann wird es natürlich möglich. Mais une pastèque. Oder es geht um die Betonung, ich habe nicht eine gekauft, sondern zwei. Dann funktioniert es eben auch, je pêche une citrouille, mais deux. Das kann aber auch nur gedacht sein. Das heißt, auch wenn solche Kontraste nur gedacht werden, kann un oder une oder des stehen. Der zweite Fall ist schon wieder etwas anders. Il n'a pas demandé de bière. Il n'a pas demandé de la bière, mais du vin. Hier haben wir den Teilungsartikel und auch da haben wir einen Kontrast und daher können wir eben den Teilungsartikel nach der Verneinung aufrechterhalten. Letztlich wird dabei nicht der ganze Satz verneint, sondern nur das hier fettgedruckte hervorgehobene Element und deswegen bleibt der Teilungsartikel bestehen. Allerdings gibt es in der Umgangssprache ohnehin, wie wir gleich sehen werden, eine Tendenz, den Teilungsartikel bestehen zu lassen. Das heißt, es könnte auch ohne den Zusatz mais du vin, könnte es auch heißen, il n'a pas demandé de la bière. Ein weiteres Beispiel, on n'offre pas du vin dans un verre ordinaire. Da ist ja auch der Fokus auf dans un verre ordinaire. Das heißt, es geht nicht darum, dass man überhaupt keinen Wein anbietet,
sondern dass man Wein eben in einem speziellen Glas, in einem Weinglas anbietet. Weiteres Beispielchen, Wepa de Vin, ganz allgemein, generell trinkst du keinen Wein, trinkst du nie Wein sozusagen. Und die Wepa du Vin que j'ai apporté. Das ist dann natürlich ein spezifizierter Wein, der mit einem Relativsatz modifiziert wird und in dem Fall wird eben du zulässig. Das ist eigentlich etwas, was in bisherigen Grammatiken zum Teil auch schon besprochen wird, aber vielleicht nicht so im Vordergrund steht. Schauen wir uns noch ein paar weitere Beispiele an, die in dieselbe Richtung gehen. Auf der einen Seite haben wir immer einen kategorisch negierenden Kontext. Man könnte das auch als deskriptive Verneinung bezeichnen. Und auf der anderen haben wir einen implizit vergleichenden Kontext. Das wird häufig auch als polemische Verneinung bezeichnet, weil man dem auch widersprechen kann, sozusagen. Schauen wir uns den ersten Satz an. Il mange pas de fraises. Das könnte heißen, er isst grundsätzlich keine Erdbeeren, weil er eben allergisch ist zum Beispiel. Auf der anderen Seite haben wir auch die Möglichkeit zu sagen, il mange pas des fraises, möglicherweise mit Betonung, intonatorisch hervorgehoben, des fraises, weil es impliziert, ich widerspreche jemandem. Mein Partner hat vielleicht gesagt, regarde, il mange des fraises. Mais non, il mange pas des fraises, il mange des mûres. Ja, es wird dem widersprochen, dann wird des fraises natürlich möglich. Den zweiten Fall hatten wir schon mit den Zitrouilles. Schauen wir mal auf den dritten Fall. Je mange pas de viande. Ich esse generell, das ist wieder das gleiche wie bei den Erdbeeren, ich esse generell kein Fleisch. Jetzt haben wir aber pas souvent, da wird dann der Teilungsartikel möglich. Je mange pas souvent de la viande. Je mange pas souvent de viande ist natürlich nicht ausgeschlossen, aber ich vergleiche hier mit der generellen Situation kein Fleisch essen. Es ist ja nun nicht oft, dass ich kein Fleisch esse. Generell esse ich durchaus Fleisch. Im vierten Beispiel, j'ai pas de chaussures montantes, da geht es darum, dass auch bei Sinneinheiten, also festen Kollokationen wie Chaussure montante, das ist eine relativ feste Kollokation. Im Deutschen sieht man das daran, dass wir es hier mit einem Kompositum zu tun haben. Halbschuhe lautet die Übersetzung. Die werden behandelt wie ein Einzelwort. Deswegen sagen wir eben auch pas de chaussure montante. Während im rechten Beispiel haben wir super. Das gibt eine Eigenschaft der Schuhe an. Es ist keine besonders feste Kollokation, Super und Chaussure, sondern eher eine relativ zufällige. Und es wird ausgesagt, nicht, dass ich etwa gar keine Schuhe trage, sondern die Schuhe, die ich heute trage, sind eben nicht so toll. Und deswegen wird mit Badé verneint. J'ai pas des super chaussures. Das Beispiel mit dem Wein hatten wir schon. Schauen wir uns nochmal das letzte Beispiel an. La police n'utilise pas d'armes lourdes. Generell würde das heißen, benutzt die Polizei keine schweren Waffen. Im anderen Fall, auf der rechten Seite, haben wir La police n'utilise pas des armes lourdes sur tout type d'intervention. Das heißt, die Polizei gebraucht schwere Waffen, aber nicht bei jedem Eingriff, nicht bei jedem Fall sozusagen. Das heißt, die Verneinung bezieht sich in gewisser Weise wieder auf tout type d'intervention. Das heißt, wir könnten den Satz auch umformen und sagen: La police utilise des armes lourdes, mais que sur certains types d'intervention. Das würde aufs Gleiche hinauslaufen. Daran sehen wir, dass hier eigentlich nicht arme Lourdes verneint wird und deswegen D steht. Den soeben besprochenen Unterschied nochmal besonders deutlich zu machen, habe ich hier einfach mal nur das Verb manger verwendet mit verschiedenen Arten von Kontexten. Beginnen wir mal mit dem ersten. Pourquoi ne mangerions-nous pas des oiseaux? Also, warum essen wir nicht Vögel?
Warum steht hier nicht Badeux? Nun, weil wir wieder einen impliziten Vergleich haben. Wir wählen aus verschiedenen Essmöglichkeiten, sozusagen aus einem Paradigma aus. Wir essen zwar bestimmte Vögel, Hühner, aber eben nicht alle Vögel, obwohl wir theoretisch diese Möglichkeit hätten. Von nein wird also des oiseaux. Die essen wir nicht. Während bei einem Satz wie Pourquoi ne mangeons-nous pas de pommes, das könnte heißen, warum sind in unserem Haushalt eigentlich nie Äpfel als grundsätzlich nicht als Nahrungsmittel vorhanden? Das ist also rein beschreibend. Oder nochmal der Satz, der zunächst im Eingang als Übersetzungssatz gegeben wurde. Le silure ne mange pas des hommes. Des hommes wäre auch möglich. Das ist ein generischer Gebrauch sozusagen von D auch. Das gibt es auch. Und hier ist der Fokus der Verneinung natürlich wieder auf dem Objekt. Es geht darum, dass man eben keine Menschen ist, also beziehungsweise dieser Welt keine Menschen ist, sondern andere Lebewesen ist. Und man könnte hier, das sieht man auch, mit le pronominalisieren. Das heißt, man könnte sagen, le silure ne les mange pas, ja, sofern wir les hommes setzen würden. Während ein hypothetischer Satz wie le silure n'a pas mangé d'homme aujourd'hui natürlich voraussetzen würde, dass dieser Welt welche ist. Und dann müssten wir natürlich auch verneinen, il n'en a pas mangé. Das heißt, es handelt sich um eine Mengenangabe. In dem ersten Satz verneinen wir also das Objekt und im zweiten Satz ist eine Mengenangabe. Der Fokus der Verneinung liegt auf dem Verb. Wir essen davon nichts sozusagen. Ein weiterer Satz, nous mangeons pas des crêpes tous les jours. Da wird im Prinzip tous les jours verneint. Wir essen nämlich Crêpes, nur nicht alle Tage und deswegen eben die Crêpes. Und on ne mange pas des saucisses avec des lentilles ou un petit suisse après un steak. Das heißt, die Negation ist hier wiederum nur partiell und bezieht sich darauf, dass man zwar Würstchen isst, aber eben nicht mit Linsen, weil das nicht zusammenpasst. Das heißt, es wird nicht das Essen von Würsten verneint, sondern das Essen von Würsten mit Linsen. Im Gegensatz dazu, on mange pas de saucisses, da würde man sagen, die Menge ist gleich Null. Die Mengenangabe wird verneint. Und letztes Beispiel: 80 personnes étaient présentes au repas. Tripes, Mürsson et Charcuterie cuisinées par. Dann werden mehrere Namen aufgezählt. Et une tapenade par Martine pour ceux qui ne mangeaient pas des tripes. Aha, hier haben wir also die Verneinung von Trip mit D auch, weil implizit gesagt wird, des tripes conservaient. Das heißt, die Menge dieser Trip, die Trip waren ja vorhanden, ist größer als 0, aber sie wurden eben nicht von allen gegessen. Und deshalb muss es heißen, pas de tripes. Schließlich nochmal der Hinweis, dass in der Sprechsprache der Teilungsartikel und der unbestimmte Artikel beziehungsweise der Teilungsartikel und der ja, unbestimmte Artikel Singular und Plural häufig möglich sind oder sogar üblich sind, wo man pas de tendenziell setzen würde, wenn man den traditionellen Grammatikregeln folgt. Wir haben erstmal die Fälle, wo es in Schriftsprache und Sprechsprache relativ gleich sich darstellt. Je n'ai plus de pommes, Schriftsprache, j'ai plus de pommes, Sprechsprache. Da lässt sich nichts machen. Es geht ja, wie gesagt, um eine Mengenangabe. Il n'a pas de carte bancaire. Da ist es schon ein bisschen anders. Wir können entweder verneinen mit il n'a pas de carte bancaire in der Sprechsprache oder auch il n'a pas une carte bancaire. Das wäre auch möglich, wenn auch etwas seltener. Ebenso bei cette pièce n'a pas de grande valeur, cette pièce n'a pas une grande valeur. Da ist auch in der Schriftsprache beides möglich.
In der Sprechsprache, cette pièce n'a pas de grande valeur, cette pièce n'a pas une grande valeur. Beides möglich, auch mit dem unbestimmten Artikel. Dann haben wir wieder ein Nomen, das eine beziehungsweise eine Kollokation, die eine Sinneinheit bildet, ordinateur portable. Und solche Sinneinheiten müssen mit pas de verneint werden, also ils sont pas d'ordinateur portable. Wenn wir das Ganze aber wieder einschränken und implizit vergleichen, wir hatten eben schon so einen Fall mit tous n'ont pas des ordinateurs, dann haben wir sowohl in Sprech- als auch in Schriftsprache pas des, denn einige haben ja einen Computer. Dann wird es interessant bei diesen typischen Fällen mit Teilungsartikel, wo wir schriftsprachlich tendenziell pas deux haben, je vais pas lui donner de vin. Da wird in der Sprechsprache auch möglich, je vais pas lui donner du vin. Oder sogar üblicher in der Sprechsprache, je vais pas lui faire du mal. Ist üblicher als je ne veux pas lui faire de mal. Ebenso, je peux pas vous offrir de l'aide, also Teilungsartikel. Je peux pas vous offrir d'aide ist in der Sprechsprache eher seltener. Dann haben wir den Fall, wo wir ein Adjektiv hinzufügen. Das hatten wir eben schon in der Tabelle gesehen. Wenn wir ein Adjektiv hinzufügen und es handelt sich nicht um eine feste Verbindung wie ordinateur portable, dann wählen wir den unbestimmten Artikel Plural. Tu manges pas des fruits et des légumes locaux. Möglich auch, tu manges pas de fruits et de légumes locaux. Aber in der Umgangssprache sicherlich die Variante mit D wesentlich häufiger. Und ein letztes Beispiel, j'ai jamais eu de graves douleurs. In der Umgangssprache kann man vielleicht sagen, j'ai jamais eu de graves bobos. J'ai jamais eu de graves bobos. Das heißt, hier kann man auch aufgrund des Adjektivs oder sollte man sogar in der Umgangssprache aufgrund des Adjektivs. Hier noch ein kleiner Sonderfall, über den man sich auch streiten kann. Logisch müsste es allerdings folgendermaßen sein. Es geht darum, ich spiele kein Klavier zu übersetzen oder ich kann kein Klavier spielen. Und wenn ich das generell nicht kann, wenn ich also meine, ich habe die Fähigkeit, dieses Instrument zu spielen, nicht, dann sollte man bedenken, dass es sich dabei ja um ein Präpositionalobjekt handelt, bei diesem de. Man sagt, jouer d'un instrument de musique. Das heißt, wir haben den gleichen Fall zum Beispiel bei einem Verb wie parler. Je parle du beau temps. Da haben wir also auch ein Präpositionalobjekt mit de, das dann zu du wird. Genauso liegt der Fall hier. Je joue du piano wäre ja die bejahte Form. Dann muss die verneinte Form eigentlich auch lauten, je joue pas du piano. Ich spiele grundsätzlich kein Klavier, ich beherrsche dieses Instrument nicht. Durch die Festigkeit von pas de würden aber wahrscheinlich einige Muttersprachler auch dazu neigen zu sagen, je joue pas du piano. Das würde aber eigentlich bedeuten, dass ich hier von jouer als direktem Objekt spreche. Ja, man könnte auch sagen, je joue du Mozart, dann habe ich du Mozart mit Teilungsartikel als direktes Objekt. Oder je joue un morceau, da habe ich un morceau als direktes Objekt. Das heißt, wenn wir hier mit pas deux verneinen, dann wäre es also eher in Kontexten wie lorsqu'il ne joue pas de piano, Ching aime boire du thé chinois. Das heißt, der ist Pianist, aber wenn er gerade nicht Klavier spielt, er spielt logischerweise nicht ständig Klavier, dann trinkt er Tee und hier brauchen wir dann natürlich Bade. Das ist also ein sehr feinsinniger Unterschied, der sich aber logisch genau so verhält. Schauen wir uns jetzt nochmal etwas genauer den Kontrast zwischen pas deux und pas un an. Manchmal kann man sich dabei helfen mit der Gleichung nicht ein im Deutschen. Häufig funktioniert dann auch nicht ein als Übersetzung. Man kann sich aber auch damit behelfen, meist, dass man einmal vom Nichtvorhandensein ausgeht
und auf der anderen Seite vom Vorhandensein, also Menge gleich 0, Menge größer gleich 1. Also, wenn die Sprecherin sagt, j'ai pas d'autre jupe pour sortir, dann weiß sie, dass kein weiterer Rock vorhanden ist. Es gibt keinen Rock, die Menge ist gleich 0. Wenn sie aber gefragt wird, t'as pas une autre jupe pour sortir, dann ist die Frage oder beziehungsweise die Annahme des Fragenden, dass da vielleicht auch noch ein anderer Rock vorhanden ist, den man anziehen könnte. Da wird also un verwendet. Man könnte auch hier im Deutschen sagen, hast du nicht einen anderen Rock? Man sagt aber auch, hast du keinen anderen Rock? Deswegen kann das gleich zu Verwechslungen führen. Weiteres Beispiel. Imaginez ce qu'elle aimerait qu'on lui dessine. Mais on n'a pas d'idée. Man hat also überhaupt keine Ideen. Uns fällt schlicht gar nichts ein. Menge gleich 0. Also pas d'idée. Aber wieder in Frageform. Victor, ça devient compliqué avec mon père collé à la console. T'as pas une idée? Da ist die Frage, hast du nicht irgendeine Idee? Ich gehe davon aus, dass dir was einfällt. Oder t'as pas de stylo würde heißen, ein sehr unwahrscheinlicher Satz, bist du so arm, dass du gar keinen Bleistift hast, keinen einzigen Bleistift hast, Menge gleich 0, während man normalerweise fragen würde, t'as pas un stylo, ich gehe davon aus, dass du einen Bleistift hast. Oder bien qu'il n'y ait pas encore de problème, da ist null Problem sozusagen bis jetzt vorhanden. Aber bei il veut qu'il n'y ait pas encore un problème de plus, da ist die Annahme zumindest eines möglichen weiteren Problems, das zu schon vorhandenen Problem hinzukommt, da. Und deshalb eben wieder ah. Es gibt aber auch durchaus Fälle, wo es ein bisschen schwieriger zu erklären ist, dass par un benutzt wird. Zum Beispiel könnte man sich einen Kontext denken wie un Kindle, c'est super, quand on n'a pas un livre avec soi. Ja, das wäre möglich. Man verneint sozusagen die gesamte Situation, aber un livre avec soi. Schauen wir uns zuletzt in diesem Zusammenhang nochmal die Behauptung, die wir zum Beispiel in Découvert im grammatischen Beiheft finden, dass bei verneintem aimer der bestimmte Artikel steht, so wie er angeblich eben auch bei bejahtem aimer stehen soll. Was nicht stimmt, das habe ich in einem anderen Video schon einmal angemerkt. Hier nochmal das Gleiche für die Verneinung. Es gibt mehrere Situationen, in denen durchaus de bzw. de, Teilungsartikel und so weiter, stehen kann statt dem bestimmten Artikel. Der erste Fall ist ein syntaktischer. La seule chose que j'aime pas du caniche, c'est son museau long sans poil. Da bezieht sich du caniche eigentlich auf la seule chose. Modifiziert also la seule chose, es ist nur umgestellt worden sozusagen. Man könnte also auch sagen, la seule chose du caniche que j'aime pas, theoretisch. Dann haben wir die Fälle, wo Relativsätze vorkommen, das haben wir eben gesehen. Es verhält sich also mit aimé nicht anders als mit allen anderen Verneinungen, mit allen anderen Verben. Aimé ist kein Sonderfall, sondern verhält sich nur nach den normalen Artikelregeln. Haben hier also auch, j'aime pas des larmes qui coulent sur des joues de 20 ans. Ich heißt nicht, ich mag generell Tränen nicht, sondern ich mag eben bestimmte Tränen nicht, nämlich die bei jungen Leuten. Ähnlich, j'aime pas des plaisanteries comme celle-là. Ich mag Späße, aber eben nicht dieser Art. Oder imaginez par exemple votre chambre, vous n'aimeriez pas du renouveau. Da haben wir wieder den Fall, wo man mit Sie antworten würde, doch, ich möchte mal was Neues haben. Und deswegen steht natürlich auch hier mit aimé der Teilungsartikel. Oder wir haben den Fall implizit vergleichend mit einem Adjektiv. Haben wir auch gesehen, da benutzen wir de. Les politiciens n'aiment pas des critiques négatives. Da haben wir plus Adjektiv.
J'aime les critiques positives, könnte man sagen. Wir sind pas les oder die Kritik negativ. Beides wäre hier natürlich möglich. Entweder, wir hatten das eben schon mit dem si dur mange pas les hommes, les hommes. Beides wäre ja möglich, aber D ist nicht falsch. Man dürfte es also einem Schüler auch nicht entsprechend anstreichen oder korrigieren. Oder j'aime pas les remarques méchantes du genre, da wird auch doppelt modifiziert durch ein Adjektiv und dann kommt noch du genre danach. Oder auch ein Fall wie globalement, j'aime pas des albums, mais des artistes. Ich mag also bestimmt, ich mag bestimmte Alben nicht oder Alben in diesem Fall fast generell nicht. Stattdessen mag ich Künstler. Ja, im Prinzip ist das schon eine Art metasprachlicher Gebrauch, wo ich also sage, es sind eben nicht die Alben, die ich nicht mag, sondern die Künstler. Und ein weiteres Beispiel, mais je peux pas sentir Mouget, et Maurice est encore pire. Le fait que t'aimes pas des gens ne veut pas dire qu'ils sont coupables. Also, dass du bestimmte Menschen nicht magst, heißt nicht, dass sie schuldig sind. Das heißt, die richtige Definition wäre auch hier, eigentlich braucht man aimer und adorer und so weiter nicht aus, sondern als Sonderfall, sondern wenn wir Gesamtmenge von etwas meinen, steht der bestimmte generische Artikel, wenn wir Teilmengen meinen, steht der unbestimmte Artikel. Es verhält sich wie in der Sprache generell. Können also zusammenfassend etwas vereinfachend sagen, wir haben folgende neue Regel. Der Gebrauch der Artikel bei der Verneinung folgt den üblichen Regeln für den Artikelgebrauch im Französischen. Wir brauchen also nur die Regeln für den Artikelgebrauch kennen. Eine Ausnahme stellt eben dar, wenn eine Menge gleich 0 ist und wir haben ein alleinstehendes Nomen oder ein Nomen, ein Kompositum oder eine feste Kollokation wie Ordinateur portable, dann würden wir auch pas deux sagen. Ansonsten entspricht kein allen möglichen Konstellationen, die wir gesehen haben. Pas deux, pas des, pas du, pas un, pas le haben wir hier noch nicht behandelt, pas les. All das ist möglich. Man sollte also nicht verschärft pas deux unterrichten, sondern dies eben wirklich nur mit null Mengen. In vielen anderen Konstellationen, die wir gesehen haben, mit Adjektiven zum Beispiel im Plural, j'ai pas de connaissances spécifiques en la matière, würde man eher D in der Umgangssprache benutzen. Vielen Dank fürs Zuhören.